Jetzt ist der Part, wo ihr Fragen stellen müsst. Seid ihr noch wach? Okay. Ja, gerne, bitte stellen. Und zwar, es gibt jetzt seit einiger Zeit diese Lebensmittelunverträglichkeitstests online auf IgG4-Basis. Kennt ihr euch da irgendwie mit aus? Wisst ihr, ob das ja solide ist oder ob das Quatsch ist? Das ist eigentlich so die Frage. Zur Not sagt immer Karl was. Also ich kann nur so viel sagen. Ja, es gibt da einige Tests, aber diese Tests, die werden wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil fast alle Allergien und Unverträglichkeiten Sekundärallergien und Unverträglichkeiten sind. Und zwar meistens von Milchprodukten, also meistens von Casein und auch Laktose. Und wenn man die weglässt, dann gehen meistens auch alle anderen Unverträglichkeiten, sowas wie Glutenunverträglichkeit oder sowas wie sogar Fructoseunverträglichkeit und so weiter, gehen dann meistens weg. Ich hatte beispielsweise einen Cousin, der hatte eine Hundehaarallergie, hat es nicht wegbekommen, bis er die Milch weggelassen hat. Dann ging das Casein-Problem also weg und erst dann ging die Hundehaarallergie weg. Das heißt also, wenn man jetzt da verschiedenste Allergien testet, dann kann man da sicherlich was feststellen, aber dann hat man meistens das Problem nicht an der Wurzel behoben. Also ich würde einfach allen Leuten mal empfehlen, wenn sie irgendwelche Probleme haben, zuerst mal die Milch zu streichen, ja, und die weiteren Sachen sind dann Soja beispielsweise, Nüsse, vor allem Erdnüsse. Und wenn man diese drei Dinge weg hat, dann kann man an Sachen wie Gluten gehen und dann merkt man auch relativ schnell, wo es wirklich hakt. Ja? Ja, ich würde mal fragen, weil ich jetzt irgendwie immer noch unsicher bin, kann man jetzt, wenn man Muskeln aufbauen will und auch noch abnehmen möchte, geht das zusammen oder geht das nicht zusammen? Weil irgendwie hat man da immer so unterschiedliche Sachen. Muss man sich jetzt nur auf Masse oder auf Definition konzentrieren? Also ich gebe das Mikro jetzt nicht her. Aber ganz einfach. Die meisten Bücher, die man schreibt, da könnte man eigentlich meistens auch drei Seiten schreiben, aber der Verlag sagt, wir brauchen 100, 200 Seiten, dass wir das Ganze irgendwie preislich rechtfertigen können. Man hätte jetzt beispielsweise auch Kirstens Vortrag, jetzt nicht um den, das war ein toller Vortrag, aber man hätte den Vortrag natürlich auch, lass mich mal kurz ausreden, in einem Satz eigentlich klären können, und zwar die Natur. Ich möchte bloß was sagen. Deswegen wollte er mir vorher keine Antwort drauf geben, wie mein Vortrag war. Ja. Nein. Also, die Natur ist perfekt. Ja? Die Natur ist perfekt. Das heißt also, wenn du jetzt hergehst und nach diesem Ernährungsteller isst, hauptsächlich Kohlenhydrat, also stärkelastige pflanzliche Lebensmittel, sprich Kartoffeln, Obst, Getreide, dann Hülsenfrüchte, Gemüse. Wenn du diese Dinge isst, dann wirst du gleichzeitig Muskelmasse aufbauen, du wirst Fett verlieren, es wird dir besser gehen, du wirst gesünder, du wirst fitter, alles auf einmal. Ja? Und das war eben im Endeffekt die Kernaussage. Es kommt nicht darauf an, wie viel man isst, weil die meisten Diäten, die befassen sich immer nur mit der Menge. Es geht darum, dass man sich natürlich und kohlenhydratlastig ernährt und dann passiert alles von allein. Nächste, also ich gehe es jetzt ab. Nächste Frage. Ja. Ja. Also ich habe eine Freundin, die macht jetzt seit einer Zeit lang so eine Paleo- oder Steinzeit-Diät und sie ist halt der Überzeugung, dass, die Weichen, die sind eben ziemlich eklig, weil es ganz viele tierische und eklige Sachen dabei sind, aber sie ist halt der Überzeugung, dass wenn sie ganz viel Fett aufnimmt, auf alle wirklichen Arten von Zucker verzichtet, dass sie dadurch abnimmt, weil sie ja dann diese Zuckervorräte nicht in Fett umwandelt, sondern direkt ins Fett. Und in Fett umwandelt? Also direkt schneller abgebaut werden kann, dass die Zucker, das was sich mit Zucker absetzt, viel schwerer abbaubar ist, bla bla bla. Ich habe nicht ganz verstanden. Aber ich wollte wissen, wie das denn ist, ob das wirklich sein kann,
dass wenn man mehr Fett zu sich nimmt, ob das dann auch leichter wieder abbaubar ist oder ob das gar keine Rolle spielt. Also es gibt tatsächlich Ernährungsformen, wo man sich überwiegend von Fett und Protein ernährt, und rein in Studien kann man damit wunderbare Ergebnisse erzielen. Ob das gesund ist, steht auf einer ganz anderen Seite, und auch ob das überhaupt ethisch okay ist, für die Umwelt okay ist. Die Ergebnisse kann man damit erzielen. Die Frage ist aber wirklich, was man langfristig machen kann und für was unser Körper wirklich gemacht ist. Und nur weil Steinzeitmenschen sich auf eine gewisse Art und Weise ernährt haben, heißt es nicht, dass das das Ideale für uns ist. Es gibt übrigens auch, ich weiß nicht warum, dieser Begriff Paleo-Diät so automatisch mit diesen vielen tierischen Produkten assoziiert ist. Weil wenn man sich wirklich mal die Forschung anguckt, dann ist es nicht, es gibt nicht die eine Paleo-Diät. Es ist unglaublich vielfältig, wie der Mensch sich auf dem ganzen Planeten und über seine ganze Entwicklungsgeschichte hin ernährt hat. Von daher ist das in meinen Augen dieser ganzen Paleo-Ernährung, die da so gehypt wird, nicht wissenschaftlich haltbar. Vor allem haben ja Steinzeitmenschen nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Die mussten ja hinter den Mammut herjagen. Ganz genau, ganz genau. Und das gab es bestimmt nicht jeden Tag. Also wenn es... Gerne gleich. Also wenn es wirklich um Gesundheit und Abnehmen geht, dann würde ich mir eher angucken, was es denn für verschiedene Populationen heute auf der Erde gibt und wie gesund die sind. Weil wir haben ja durchaus verschiedene Populationen. Die einen ernähren sich überwiegend pflanzlich, die anderen ernähren sich überwiegend von tierischen Produkten. Und da sieht man dann nämlich die genauen gesundheitlichen Unterschiede. Jetzt möchte gerne Robert noch was sagen. Also Paleo ist ja sowieso wirklich ein Thema, was immer mehr so hip ist und so. Und, aber wie wir... Robina und ich waren noch bei Nico Rittenau, also auch ein Ernährungswissenschaftler, veganer Koch und so, und auch ein Freund von mir. Und der war auf einer Paleo-Convention. Ja, da hat er natürlich erstmal sich ja nicht so wohl gefühlt, kann man sich ja vorstellen, ne? Aber da muss ich auch so ein bisschen den Kontrast vorstellen. Also Paleo, ich finde es im Sinne gut, sagt Nico auch immer so, weil die verbinden alle ihre Ernährung mit Sport, Bewegung, ja, das ist ja auch sehr wichtig. Man kann sich natürlich gesund ernähren, aber die Bewegung ist auch immer wichtig, also was Grundsätzliches im Leben halt. Und man muss sich auch vorstellen, dass diese Paleo-Leute, wenn die sagen Steinzeit essen oder so, die essen ja auch viele Cashewkerne und so. Wenn man sich das mal vorstellt, diese Cashew, das beschreibt der Nico auch immer, die muss ja in einem so krassen Verfahren geknackt werden, mit ganz starken Maschinen, ja, müssen die, ihr seht, wie viele Tonnen gepresst werden und dann nochmal verarbeitet, eher so eine Cashew-Nuss, ja, überhaupt entsteht. Also damit werben die auch immer. Also es ist ein bisschen kontrastreich, aber es ist trotzdem ist es gut, dass die Menschen sich da mehr hinbewegen. Ja, Ernährung und Sport, ja, das wollte ich nur mal dazu sagen. Also, darf ich auch noch mal kurz bitte? Ja, gerne. Jetzt ich sage am besten gar nichts. Und es könnte eine Dreiviertelstunde gehen. Nochmal ganz kurz zu dem Thema mit dem mehr Fett essen und einer besseren Fettverbrennung. Es ist zwar so, dass wir eine bessere Fettverbrennung haben, wir müssen zwar aber differenzieren zwischen Fettverbrennung und Körperfettanteilsenkung. Also nur, wenn mein Körper sehr viel Fett ist, oder ich viel Fett verzehre, mein Körper ist, ihr wisst, was ich meine, dann kann mein Körper besser lernen, mit dem Fett eventuell umzugehen und das effizienter zu verbrennen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mein Körperfett reduziere. Ja? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also es hängt immer noch von Sachen ab, wie Kalorienbilanz und was esse ich und wie viel esse ich. Nur weil ich Fett esse, nehme ich nicht gleich ab. Ja? Deswegen Fettverbrennung, nicht gleich Fettgewichtsreduktion. Ich bin langsam auch müde. Gut, nächste Frage bitte. Du hast ja gerade das Mikrofon, da kommt mein Buch raus. Oh ja. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen zu sagen. Dann muss ich ein Datum sagen, jetzt wird es knifflig. Nee, auf jeden Fall dieses Jahr noch. Ich versuche es am 1. November, wenn es nicht klappt, 1. Dezember. Spätestens 1. Dezember. Kaufen. Ich glaube, Karl hat auch gerade ein Buch rausgebracht, oder? Nee, das kommt jetzt. Ich habe sogar ein Datum, 6. Oktober. 6. Oktober, ich hab sogar ein Datum, ja. Also bitte zwei Bücher unter den Weihnachtsbaum nehmen. Genau. Und worum geht es bei deinem Buch genau? Paleo. Also Karl, ja. Also Karl. Nee, das ist nochmal Atkins neu aufgelegt. Atkins Diät neu aufgelegt. Nee, also bei mir geht's hauptsächlich darum, wirklich die Mythen mal wissenschaftlich aufzuklären. Hör auf, Konkurrenz zu machen, das mache ich doch schon. Ach so, okay, sorry. Also ich habe insgesamt
12 Kapitel, also ein essentieller Teil bei 13. Und du hast auch mehr Haare, also von dem her, kauf definitiv sein Buch. Ja, also bei mir geht es vor allem darum, mit den Vorurteilen definitiv aufzuräumen, weil was ich auch immer extrem schwer finde, dass man sich einfach in seinem Umfeld im Endeffekt irgendwo durchsetzen kann. Und ich will den Leuten auch Werkzeuge an die Hand geben, wo sie wirklich sagen können, nee, schau mal die Studie und so, ja. Das ist mir definitiv wichtig. Und einfach, wie man in 3 Wochen extrem einfach umstellen kann, mit einigen Tipps, Dingen, die man austauscht, über 40 Rezepte. Geht es bei dir nur um vegane Ernährung, oder? Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel Promo machen, wenn man es anschauen will, Karl S. auf Amazon, da ist auch noch eine Beschreibung mit drin. Aber jetzt haben wir noch ein paar Fragen, irgendwas? Ja. Ja, mal zu dem Proteinpulver von Jan und Laura. Und zwar wollte ich fragen, also das gibt ja bisher in Vanille und Schoko. Und da wollte ich fragen, ob da noch weitere Plan sind, also weitere Kühlschranken. Herzlichen Dank für die Frage. Tatsächlich, also wir planen weitere Geschmacksrichtungen. Ja, ihr könnt gerne Input geben. Auch dem Daniel hinten, der steht da, nochmal Bescheid sagen. Da kümmern wir uns drum. Vielleicht auch für Weihnachten nochmal was Weihnachtliches oder so. Apfelzimt. Oder Pumpkin. Scheiß? Scheitelat. Ja, sowas. Also schlag gerne was vor, schreib eine E-Mail schon einmal an uns. Zimtschnecke. Oder Zimtschnecke. Karls Zimtschnecke. Nein, Zimtschnecke. Also, oh ja. Ich weiß gar nicht, ob es in eine Portion reinpasst. Gut, vielleicht noch eine Frage. Aber nicht schlapp machen mit den Fragen. Wir sind so gut informiert, ne? Alle. Also, rein zum Semester würde mich mal durch die Reihe interessieren, was eure jeweiligen individuellen Lieblingsgerichte sind. Alle. Du musst ja gleich mitschreiben. Jasper. Können wir unterscheiden in Masse und Abnehmen? Ich habe noch nie eine Abnehmphase machen müssen, insofern mache ich mal für Masse. Ein Lieblingsgericht. Ja, aber was kannst du auch machen? Okay, dann sage ich mal irgendwie ein klassisches Oatmeal, irgendwas mit Haferflocken. Das kann man sehr schön variieren, da kann man viele Kalorien machen, wenig Kalorien machen, ist schön gesund. Man kann ganz viele Mikronährstoffe abdecken, man kann es fruchtig machen, man kann es schokoladig machen, das ist ganz toll. Kann ich jeden Tag essen. Kauf mein Oatmeal. Schade, noch nicht. Nein. Ich habe ein Startup, ich fange damit an. Ein schwedisches Startup, ja. Okay, ich verkaufe da nichts, ich esse nur gerne Haferflocken. Okay, mein Lieblingsessen, also. Ja, schwer zu sagen, weil ich eigentlich sehr vieles sehr gerne esse und auch immer sehr, sehr viel esse, weil das habt ihr ja auch an meinem Vortrag gehört. Wenn man das Richtige isst, kann man definitiv sehr, sehr viel essen, ohne zu hungern. Aber eins meiner Lieblingsessen ist definitiv Pizza Bruschetta mit Tomaten drauf und Basilikum und Rucola. Oh, eine richtig feine Sache, ja. Jetzt kriegt nochmal jeder Hunger hier vor. Es wechselt bei mir immer relativ frequent und zurzeit ist es Quinoa mit Beerenfrüchte. Ich muss gestehen, ich bin ein totales Pasta-Kind. Also Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse und Salat geht immer. Was ich auch richtig gerne esse, ist ein gutes Curry. So mit schönem Gemüse und Kokosmilch, ein bisschen Tofu. Ja, ganz genau so. Mein Lieblingsessen ist wirklich Spaghetti Bolognese. Ich liebe das einfach. Klar, das ist ja, wie du sagst, so mit Pizza und so, klar, das mache ich. Wenn ich das jeden Tag machen würde, dann ist es auch im Bio-Vegan nicht so günstig. Aber das muss schon einmal in der Woche stehen. ja. Und mein Lieblingsessen ist tatsächlich Chili Sin Carne von der Laura. Ja, props. Ganz kurz, da gibt es noch 30% Rabatt. Kaufen. Mit QR-Code könnt ihr direkt kaufen. Könnt ihr auch jetzt selbst sehen, Leute, ne? Cool, noch eine Frage?
Ja, fangen wir hier vorne an, dann nach da hinten. Das, Jasper, wie lange weichst du dein Müsli ein? Längst einweiche? Ja. Nicht lange, also ich weiche es nicht über Nacht oder so ein. Ich mag es zugegebenermaßen gerne so ein bisschen gatschiger, wenn die Haferflocken nicht ganz so hart sind. Was denn? Nix. Okay. Achso, ich habe aber das ist ein paar Minuten. Ich lasse es ein paar Minuten stehen. Ob es jetzt 10 oder 15 sind, ich gucke da nicht auf die Uhr, bis ich Lust habe, es zu essen. Aber ich habe da. Nee, das war gar nicht. Es tut mir leid, ich mache immer 17,35 Sekunden mal Kilo Körper, bin ich durch 12. Nein, ich habe da keine genaue Zeit. Es sind ein paar Minuten. Ich weiß aber nicht über Nacht ein oder so. Aber wenn man zum Beispiel Haferflocken nicht so gut verträgt, dann kann man ja auch sich andere Sachen nehmen, ob es jetzt gepuffte Amarante ist oder Dinkelflocken oder was auch immer. Ja. Da hinten war noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage zum Thema Abnehmen. Ich wollte wissen, ob es einen großen Unterschied macht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tagesration von, sagen wir jetzt, 1500 Kilokalorien, wenn ich die über den kompletten Tag verteile und halt jede Stunde ein bisschen was esse, ob denn der Erfolg des Abnehmens geringer ist, als würde ich alle 3 oder 4 Stunden halt ein bisschen mehr essen. Das Mahlzeiten-Timing ist nicht so wichtig wie das was und wie viel. Ja, das kommt an wesentlich späterer Stelle, ist eine kleinere Stellschraube. Natürlich kann man auch darüber ein bisschen was optimieren. Es sind aber eher individuellere Fälle. Also es kann sein, dass zum Beispiel gerade Leute, die nur abends was essen und ansonsten gar nicht den Tag über, auch da kann der Körper sich ein bisschen mehr darauf programmieren, zu speichern, weil er merkt, dass immer, wenn er Energie bräuchte, also den Tag über, nichts kommt und erst am Ende des Tages was kommt. Und das heißt, er lernt, er muss haushalten, damit immer Energie da ist, wenn sie benötigt wird, weil sie immer zu spät kommt quasi. Das sind aber eher Nuancen. Ein anderes Problem ist der Eiweißbedarf, den zu decken. Denn wenn ich alles Eiweiß in einer Mahlzeit esse, dann kann es sein, dass ein gewisser Teil davon zwar aufgenommen wird, aber direkt für die Energiebereitstellung genutzt wird. Und dann kommt eventuell, wenn ich nur genau den Bedarf gegessen habe, nicht mehr genug Eiweiß als Baustoff quasi an. Ansonsten rein kalorisch gesehen ist es aber nicht so ein wichtiger Faktor, da ist eher die Gesamtkalorienbilanz entscheidend. Ja, wie Jasper schon gesagt hat, aber ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, dass es sinnvoll ist, eher 3 Mahlzeiten am Tag zu essen. Gerade auch wegen dem, der Körper hört dann auf, unnötige Fettdepots anzusammeln, die er normalerweise nicht braucht, wenn man wirklich 3 Mahlzeiten am Tag isst. Und wenn man über den Tag verteilt ist, ist der Insulinspiegel viel höher. Und da der Insulinspiegel höher ist, wird das Fett auch nicht so effizient abgebaut und eher eingelagert, wie wenn der Insulinspiegel eher niedriger ist. Aber definitiv Kalorien ist schon mal das Primäre, aber danach Insulinspiegel, ja. Ich habe noch eine Sportfrage, und zwar kurz nach dem Training, also Kraftsporttraining, sollte man ja eigentlich so Kohlenhydrate, also irgendwas Süßes, glaube ich, doch eher sowas wie ein Shake, trinken ja dann auch viele. Was sind da so eure Tipps, weil ich bin jetzt nicht so ein Shake-Mensch und ich will mir da auch keine Supplements irgendwie holen oder so und auch keine Riegel. Irgendwas, also ist das so sehr wichtig oder kann man sich da auch irgendwie so einen Riegel selber machen oder sowas, Müsli-Riegel oder sowas? Also ich muss mich jetzt erstmal an diese beiden an diese beiden Personen wenden bzw. mich dort anschließen. Das Mahlzeiten-Timing, das Nährstoff-Timing ist tatsächlich ein Tertiärfaktor. Also das ist weder ist es primär noch ist es sekundär, sondern es ist wirklich weniger wichtig. Und wenn man jetzt beispielsweise ein Training macht mit 20 Sätzen Kniebeugen, dann ist der Energiespeicher nur zu ca. 20-30% entleert. Also es ist nicht so, dass man sofort nach dem Training hergehen muss und wenn man jetzt nicht direkt 10 Bananen isst, dann kommt man morgen nicht mehr aus dem Bett raus. Also heutzutage ist es alles recht easy. Ich würde sogar sagen, man wartet mal lieber eine Stunde ab und nutzt vielleicht diese paar Prozent, wo der Körper sich dann einfach nachher noch erholen muss und dann eventuell sogar noch von eigenen Fettzellen zehren muss. Und nutzt nochmal so vielleicht eine halbe Stunde, Stunde dieses Zeitfenster aus und isst erst dann hinterher was. Ja, und es muss jetzt auch nicht irgendwie in Dextrose-Zucker sein. Das muss es dann sein, wenn man jetzt die Tour de France beispielsweise fährt. Ja? Dann ist sowas ganz, ganz wichtig. Aber bei uns Hobbysportlern, sage ich jetzt mal, da reicht es völlig aus, eine Stunde später die ganz normale Mahlzeit, die man sonst auch gegessen hat, zu essen. Also man darf es definitiv nicht komplizierter machen, als es ist. Also viele wollen es immer zu kompliziert machen. Darf ich das auch gerne? Noch dazu, direkt danach BCAAs. Nimmt ihr oder nicht? Ich schon, aber ich würde es nicht jemandem, der ein kompletter Hobby
Athlet ist oder der einfach nur ein bisschen abnehmen will, sagen, du musst jetzt BCAAs nehmen. Ja? Auch wenn man erst 2 Stunden danach die große Mahlzeit isst? Also ich trinke sie schon während des Trainings. Ja, also ich glaube, du hast ja jetzt beispielsweise auch einen ziemlich geringen Körperfettprozent, nehme ich jetzt mal an, und du willst jetzt nicht, und du willst jetzt nicht unbedingt nochmal x Kilo abnehmen. Du willst ja primär deine Leistung auch steigern. Ja? Und dann sind wir wieder bei einem anderen Thema. Also klar, ich nehme BCAAs vorm Training, nach dem Training, ja, oder manchmal auch während dem Training. Ist aber einfach deswegen, weil ich auch Wettkämpfe mache, ich will einfach meine sportliche Leistung maximieren. Ja, also BCAAs werden meiner Meinung nach auch erst in extremen Diäten interessant, also wenn der Rest einfach zu kurz kommt und man irgendwie mit allen Mitteln versucht, dann auch das Nötigste zu schützen. Ansonsten höchstens, wenn man eine Diät macht und extreme Leistungseinbußen hat. Es ist eben so, dass während der Belastung die Aminosäure Tryptophan ins Gehirn eingeschleust wird, die ermüdet dich auch ein bisschen, damit du vor Überlastung geschützt wirst irgendwann. Nur in der Diät kommt das halt irgendwann relativ schnell und die BCAAs konkurrieren damit, das kannst du dir wie so einen Reißverschluss vorstellen, mal kommt dann Tryptophan und mal BCAAs ins Gehirn und dadurch ermüdest du nicht ganz so schnell, also da könnte es auch Sinn machen, aber ich würde auch absolut nicht sagen, dass jeder das nehmen muss. Weil ich bin ja halt zum Beispiel auch der Magen, also ja. Halt gleich in der Früh und deswegen dachte ich, dass man schon BCAAs nehmen sollte, auch wenn man im Aufbau ist. Ich sehe es nicht als ganz so wichtig an. Wie gesagt, es wird nicht schaden, es ist eine Preis-Nutzen-Frage in dem Sinne, ganz so schlimm ist der Karambole-Teufel auch nicht. Ganz kurz nochmal zu dem Shake nach dem Training. Also es ist auch hier wieder natürlich eine Frage der Zielsetzung. Möchte ich eigentlich Muskeln aufbauen, möchte ich eher abnehmen, was auch immer. Wir haben aber ein paar, also auch das ist eine Timing-Frage. Shake nach dem Training ist Mahlzeiten-Timing und Timing ist wie gesagt absolut nicht das Wichtigste. Wir haben aber ein paar interessante Vorteile direkt nach dem Training. Das eine ist natürlich wie gesagt die Regeneration. Auch wenn wir da auch so hinkommen, haben wir dann eben, wie gesagt, die Immunsuppression, die ich angesprochen hatte. Also wer damit Probleme hat, häufig krank zu werden, geht gerade oft Low Carb und so. Die würden eben stark davon profitieren, direkt nach dem Training Kohlenhydrate schneller zuzuführen. Ob das jetzt Dextrose oder Datteln oder Banane, das ist mir wurscht, geht alles schnell. Und es ist eben so, dass direkt nach dem Training ein großer Anteil der Kohlenhydrate insulinunabhängig aufgenommen wird. Denn unser Körper merkt, wenn wir extreme Belastungen haben, dass die Glykogenspeicher angezapft werden und dass die Belastung da ist und baut so eine Tür, den Glut-4-Transporter, schon in die Zellmembran ein, was sonst erst passiert, wenn es Insulin andockt. Und sagt sich quasi, alle Kohlenhydrate, die jetzt kommen, die soll auch der Muskel kriegen, die will ich haben. Und das heißt, gerade Leute, die wegen Insulinresistenz aufpassen oder sowas oder sagen, hey, ich möchte nicht zu hohe Lasten haben, da kann es eben Sinn machen oder auch in der Diät oder was auch immer zu sagen, ich positioniere die direkt nach einem schweren Training, um eben ein bisschen weniger Insulinlast zu haben einfach. Wann ist es denn am besten zu trainieren? Da gibt es ja auch mal so geteilte Meinungen. Wenn du fit bist. Wenn ich fit bin, ich bin nie fit, aber ich bin trotzdem. Nein, ich persönlich gehe immer toll arbeiten. Es gibt da kein richtig und falsch. Man hört immer, mir hat jemand mal gesagt, ich soll lieber nach der Arbeit trainieren gehen, aber nicht K.O. Die Frage ist, wann du am meisten Leistung bringen kannst. Und das ist, wie ich auch vorhin gesagt habe, du kannst auf leeren Magen trainieren, du kannst auch erst x Mahlzeiten essen, du kannst sagen, ich gehe morgens um 5 vor der Arbeit, da bin ich agil, ich möchte da lieber schlafen. Andere sagen, nach der Arbeit bin ich so platt, da komme ich gar nicht mehr hin. Guck, wann du am leistungsfähigsten bist. Ansonsten gibt es da kein richtig oder falsch. Mal so auf lange Sicht, sagen wir mal, nehmen wir es mal Aufbau etc., so eine Optimierung des KFA hat Auswirkungen auf den Hormonhaushalt, dementsprechend dann auf Aufbaufähigkeit und dann Anschluss langsam cutten oder schnell cutten. So, jetzt bin ich gespannt. Will jemand oder? Wenn schon eine Frage braucht, bevor wir dann mal das Wasser verschneiden. Ja, wahrscheinlich hat es schon Einflüsse, aber da müssen wir wahrscheinlich schon einen relativ großen Körperfettanteil haben, bis das wirklich sehr signifikant wird. Also du sollst vielleicht anfangen zu cutten, in deinem Fall eher schnell. Nein, da müsste man schon wahrscheinlich sehr übergewichtig sein, bis es wirklich spürbare Effekte hat. Willst du was dazu sagen oder hast du dir so vorgebeugt? Also wenn du fertig bist, dann sage ich noch kurz ein paar Sachen. Voll gerne. Ansonsten schnell oder langsam cutten, das ist jetzt alles eine Definitionsfrage und auch die Frage, was ist das Ziel, wann muss der Cut fertig sein? Klar, umso langsamer man es macht, umso entspannter kann man das alles machen, umso mehr Muskulatur erhält man sich hoffentlich. Umso schneller und radikaler man es versucht, umso anstrengender wird es und umso mehr Muskulatur verliert man eventuell. Aber es ist alles eine Frage, wie viel Zeit man hat und wie viel Muße und was das Ziel ist. Also zum ersten Punkt. Wie viel Körperfettprozent ist optimal? Also wenn man jetzt beispielsweise unter 8% Körperfett ist, dann merken es die meisten Leute, die jetzt nicht mit Testosteron und so weiter nachhelfen, dass dann einfach nicht mehr viel geht. Das heißt also, zum Aufbau, da sollte man definitiv, sag ich jetzt mal, über 8, 9, 10% Fett kommen, dass der Testosteronwert
auf einem natürlich hohen Level ist. Und wenn man jetzt über 15-20% Körperfett als Mann drüber rausgeht, dann zieht beim Mann die Östrogenproduktion an. Dann ist es also auch wieder kontraproduktiv. Das heißt also, irgendwo zwischen 10-15% Körperfett ist es für Muskelaufbau hormonell gesehen am optimalsten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ob man jetzt schnell oder langsam abnimmt, ist jetzt auch wieder so eine reine Präferenzfrage, weil ich kenne viele Sportler und auch viele Profis, die haben es auf beide Arten gemacht. Also man kann es ganz langsam machen, man kann es auch ganz schnell machen, aber ein Faktor, der bleibt definitiv bestehen, und zwar dein Körper, der kann nur pro Kilogramm Körpergewicht x Gramm Körperfett freigeben. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand eine lange Diät macht und er fängt jetzt an mit einem kleinen Kaloriendefizit, und das Kaloriendefizit wird dann sukzessive immer größer, und er ist dann beispielsweise schon bei einem ziemlich niedrigen Körperfettprozent, wie jetzt unter 10, also irgendwo 6, 7, 8, und hat dann schon ein Kaloriendefizit von 1000 Kalorien, das kann er gar nicht mehr über körpereigenes Fett im Endeffekt aufbringen, dieses Defizit. Das heißt also, dann greift der Körper auch wirklich körpereigenes Eiweiß in Form von Muskulatur an. Das heißt, eigentlich ist es sinnvoller, ja, und so machen es auch meine ganzen Kollegen, die Bodybuilding-Wettkämpfe machen, die gehen her und machen am Anfang tendenziell ein größeres Kaloriendefizit, wenn man dann relativ schnell und relativ einfach Körperfett verbrennen kann. Und wenn es dann hinten rausgeht und die immer definierter werden, also das Körperfett immer weiter reduziert wird, dann erhöhen die ihre Kalorien langsam, sind aber immer noch im Defizit, aber das Kaloriendefizit wird nach und nach immer kleiner. Ja? So wird der Stoffwechsel nicht so arg verlangsamt, und so kann man auch wirklich sicherstellen, dass man dann auch am Ende tendenziell nur Körperfett verliert und keine Muskelmasse. Und dann wird es natürlich auch einfacher, wenn ich jetzt seit 10 Wochen Diät mache und jetzt nochmal meine Kalorien reduzieren muss, dann schaffe ich es körperlich und emotional irgendwann nicht mehr. Ja, danke. Bitte. Ja. Sollte man eigentlich Linsen oder Bohnen oder generell auch so Kichererbsen oder so einweichen, bevor man es kocht? Weil ich habe gehört, ansonsten, also das ist ja der, wenn man es nicht einweicht, dann wären Bohnen beispielsweise. Also hat da jemand von euch Erfahrung drüber oder Wissen? Also da kann ich jetzt was dazu sagen, weil ich habe einen indischen Kollegen, und ich hatte früher schon immer wirklich Probleme mit der Verdauung, gerade von Hülsenfrüchten, und der hat mir das mal erklärt, erstens mal mit dem Einweichen und zweitens mal mit den Gewürzen, also so Kurkuma und verschiedene Currygewürze, die haben dann auch wirklich eine enzymstimulierende Wirkung, und dann werden eben Enzyme, die diese Proteine in den Hülsenfrüchten verdauen, noch zusätzlich angeregt, ihre Arbeit zu tun. Das heißt also, einweichen und korrekt würzen ist definitiv für die Verdauung förderlich. Sagen die Inder, und ich glaube, die müssen es wissen. Ja, und wie lange muss man das dann einweichen? So die ganze Nacht? Oder? Ja, also so ein, zwei Stunden bringen eigentlich nicht so viel. Also man merkt ja auch dann, ab welchem Zeitpunkt ziehen die Linsen kein Wasser mehr. Ja, und dann eigentlich nochmal die Zeit verdoppeln. Also über Nacht ist eigentlich die gängige Methode. Oder als ich beispielsweise so in Kolumbien war, da hatte ich eine Haushälterin, die jetzt morgens immer eingelegt und dann abends gekocht. So 12 Stunden. Ja. Habt ihr oder hat hier jemand irgendwie einen Tipp für eine Arztpraxis, die veganfreundlich ist? Weil ich, ja. Wo denn? Ja, achso, in Berlin. Achso. Das ich hab da eine Adresse. Ja. Kann ich dir gleich geben? Können wir uns gleich ja. Okay. Ja. Die Rechnung dazu. Und rein. Zu weit, oder? Ich wohne da und da ist so, einigen groß. Okay. Also es bringt mir gar nichts. Ja. Und Berlin Fragen? Ist groß. Also. Ja. Noch Fragen? Ja. Stichwort Rohkost, hat jemand eine Meinung dazu oder Erfahrungen vielleicht selber? Ein gewisser Anteil Rohkost ist super, super cool und sehr gesundheitsförderlich. Interessanterweise gibt es aber auch
Stoffe in unsere Nahrung, die besser aufgenommen werden, wenn man die Nahrungsmittel gekocht isst. Und das finde ich immer super interessant. Also generell, so wie ich es in der Praxis erlebt habe, ist es für Rohköstler im Durchschnitt schwieriger, ihren Bedarf zu decken an allem generell. Das heißt nicht, dass Rohkost total scheiße ist oder überhaupt nicht funktionieren kann. Das ist nur wirklich mit mehr Planungsaufwand verbunden. Ich fand zum Beispiel total interessant, auf der VegMed dieses Jahr hat, ich glaube Professor Leitzmann war es, erzählt, es gibt eine Studie, dort hat man untersucht, wie das Vitamin A aufgenommen wird. Und dort hat man tatsächlich herausgefunden, dass Rohköstler zwar extrem viel Karotten essen, aber dass kaum was davon im Körper ankommt. Von daher muss man es wirklich sehr gut planen. Meine persönliche Erfahrung ist deswegen auch relativ schlecht damit, muss ich sagen. Ich habe 3 Jahre Rohkost ausprobiert, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und für viele Sachen hat es wunderbar funktioniert, aber für den Alltag ist es relativ schwierig. Generell würde ich sagen, wenn jemand Spaß daran hat und es nicht ein Stressfaktor darstellt, würde ich es machen. Ansonsten, wenn es einfach nur Stressfaktor ist, würde ich es nicht empfehlen. Ja, auch nochmal kurz von mir Erfahrungsbericht. Also ich habe das schon mehrere Monate gemacht, also wirklich 100% Rohkost, auch zum Großteil Früchte und dann beispielsweise noch ein bisschen Romana-Salat. Und ich habe mir dann in Deutschland immer relativ schwer getan mit einer reinen Rohkosternährung. Dann war ich aber zum Beispiel mal in Thailand für 2-3 Monate und dort ist es dann wieder eine ganz andere Geschichte. Weil man hat dort erstens ein ganz anderes Klima, das heißt also es ist warm, der Körper, der braucht auch weniger Energie allgemein, er bekommt auch viel mehr Energie. Also ich will mich jetzt nicht anhören wie so ein Voodoo-Zauberer, ja. Aber die Sonne, die gibt doch ein bisschen Energie dazu, definitiv. Und die Früchte dort, die reifen natürlich auch viel, viel besser am Baum und da sind viel mehr Nährstoffe enthalten. Das heißt also man kann jetzt so eine Rohkosternährung im verregneten, kalten Berlin mit so eingeflogenen Bananen und dem ganzen Obst, was es halt hier gibt, definitiv nicht vergleichen mit einer Rohkosternährung in den Tropen, wo man dann auch wirklich die Sachen frisch vom Baum hat und einfach viel, viel vitaminereicher, viel mineralreicher, Sonne und so weiter. Also das fühlt sich dann ganz anders an. Also ich kann das auch nur bestätigen, was ihr beide, ihr sagt ja auch, nur von meiner Seite her ein Erfahrungsbericht, also es ist wirklich so, ich war zum Beispiel in dem Seminarzentrum, wo ich gelebt und gearbeitet habe die letzten 5 Jahre, da sind wir auch immer einmal im Jahr, so 4 Wochen nach La Palma, um weniger Winter zu haben, sind wir von März bis April, ja, und da war auch so eine starke Umstellung, weil einfach, ist wie du sagst, Kai, ne? Du isst eine Banane hier, ja, da kannst du 5 essen und dann isst du da eine Banane und es reicht eine und du hast 70% hast du da Lust auf Rohkost. Das ist total witzig. Und ich bin wirklich überhaupt kein Rohkost-Fan. Oder wie Lisa vorhin auch in ihrem Vortrag meinte, klar, wo wird's an, für was wird es verwendet? Klar, wenn man jetzt so chronisch mal krank war oder so, wie ich mit meinem Rheuma, da würde ich schon eine gewisse Zeit X machen. Aber dann kommt immer darauf an, was ich immer empfehlen würde, immer die Mitte alles im Leben zu machen. Also, und jeder Körper ist so anders, jeder hat andere Vorgeschichten, jeder hat einen anderen Job oder so. Und ich habe auch noch in meinem Leben noch keinen kennengelernt, der wirklich glücklich, zufrieden und gesund aussieht und auch die Ausstrahlung hat, wenn er nur Rohkost ist. Ich habe noch keine getroffen. Ich habe schon viele, die sind, also ich habe ja kein, ja? Einen, aber das ist, kannst du mir nachher sagen, kein Problem. Aber ich meine jetzt, die Masse, also ich meine auch nicht böse, aber die Masse so an Rohkost finde ich jetzt nicht so, die sind alle sehr abgemagert und sind nicht so glücklich. Also hab ich so beobachtet. Ich habe auch sehr viele Leute im Seminar zum kennengelernt, die da auch mal auswählen wollten. Und wir haben im Zentrum auch immer so, ihr habt so einen Tag mal Rohkost, ja, dann haben wir, erstmal ist es auch sehr aufwendig, wir haben auch Rohkostbrot gemacht und so, ja, aber wenn man den ganzen Tag Leinsamenbrot essen oder aus Möhrendresen, das war auch alles sehr lecker, dann haben wir, klar, man kann mit dem Vitamix sehr viele Aufstriche und so machen, das ist schon ziemlich cool alles, aber ich würde immer sagen, passt auf, guckt eure Mitte, also, ja, ich mache zum Beispiel mal 50% so, 50% so, klar, jedes Tag hat man mehr Lust darauf, aber eine warme Mahlzeit würde ich schon am Tag machen, oder wenn es so ein bisschen, bei mir ist immer so zum Beispiel ein Brötchen mit ein bisschen Tofu drauf, reicht bei mir, ich mache auch ein bisschen Kraftsport und so, aber ich versuche immer, wie gesagt, klar, einen großen Teil Rohkost und dann das andere, ja. Ansonsten, ja, klar, wie viel ist jetzt Zwecke, ist jetzt gut, aber nie durchgängig würde ich es nicht empfehlen, also jetzt.
Also ich bin auch kein großer Rohkost-Fan, muss ich sagen, ich habe es auch ausprobiert, aber ich kenne einen, der heißt Marlon, der macht auf YouTube, der heißt The Raw Future. Den habe ich auch persönlich kennengelernt, der macht einen sehr fitten Eindruck auf mich und auch einen ja, gesunden Eindruck. Vielleicht die Interessierten unter euch könnt ihr euch ja mal anschauen. Also ne, als Beispiel, als Gegenbeispiel, weil ich glaube, keiner von uns ist jetzt so der Rohkost-Fan, ich auch nicht, habe es ausprobiert, für mich ist es absolut gar nichts, also rein Rohkost. Ansonsten einen relativ hohen Anteil würde ich auch empfehlen. Ja, ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an. Nächste Frage. Ja. Vitamin D3, wie viel supplementieren? Ja, nein. Ja. Also gerade in den Wintermonaten und Winter ist bei uns in Deutschland sehr, sehr lange, würde ich definitiv supplementieren. Ich persönlich supplementiere zwischen 5.000 und 10.000 internationale Einheiten am Tag. Das ist relativ viel, wenn man nach der DGE geht, die empfehlen 800. Bitte? Am Tag? Am Tag. Ja. Ich persönlich, aber das mit Vorsicht zu genießen, bitte. Also da will ich auch keine pauschalen Aussagen machen. Ich würde jedem empfehlen, bitte Vitamin D-Spiegel im Serum testen lassen. 25 OHD heißt der Wert, der relevant ist. Und dann supplementieren entsprechend. Also nicht einfach vielleicht blind drauf los, Hunderte, ja, es macht auch keinen Sinn, man kann es überdosieren, es ist ein fettlösliches Vitamin, eigentlich ein Hormon, aber das ja, wird den Rahmen springen, aber ansonsten, ich würde es empfehlen. Kann ich mich definitiv anschließen, sehr sinnvoll, gerade langfristig für die Gesundheit auch. Ich würde auch gerne noch mal was zum Thema Sommer und Vitamin D sagen. Ich hatte mal eine Kundin, die war Radsportlerin und die hat immer im Sommer unter der Woche jeden Morgen trainiert. Und die hat einen Vitamin D-Mangel und ich war total überrascht. Von daher würde ich empfehlen, gerade auch den Vitamin D-Spiegel auch über den Sommer kontrollieren zu lassen und lieber zu supplementieren und am besten einfach mit in Absprache mit dem Arzt. Eher so ein Thema, was bei Rohkost wieder interessanter wird, weil sie versuchen, über die Wege doch noch irgendwie an Lebensmittelquellen zu kommen, die sie sonst nicht konsumieren könnten. Und da man dann halt nicht kochen darf, weil es ja ganz böse ist, müssen sie halt irgendwas anderes finden, wie sie das genießbar machen. Und dann finden sie halt keinen. Aber jeder, der nicht komplett Rohkost macht, muss sich damit, glaube ich, nicht näher beschäftigen. Ansonsten ist kein, glaube ich, die bessere Alternative, als das gar nicht essen zu können oder so roh zu knabbern. Also es ist ja trotzdem roh, aber ihr wisst, was ich meine. Nächste Frage. Ja. Stimmt das, dass man als Veganer relativ wenig Jod zu sich nimmt und wäre es sinnvoll, also ich habe gehört, in Algen wäre es beispielsweise viel Jod, aber andernfalls nicht so reich, dass es gedeckt wäre? Also wäre es da sinnvoll, Jodsalz zu nehmen? Ich habe oft gehört, es macht keinen Sinn oder man hat genug Jod. Kann durchaus Sinn machen. Wir haben es halt, wie gesagt, in Algen und Fisch zum Beispiel viel drin. Als Veganer fällt der Fisch natürlich weg, aber wir haben es ja auch nicht ganz ohne... Was denn? Was ist überrascht von diesem Fakt? Ja, Tatsache. Ist kein Fisch. Als Veganer fällt das ja Tatsache weg. Es hat ja auch einen gewissen Grund, dass wir Jod teilweise im Salz haben. Wir hatten eben einen relativ hohen Mangel in der Gesellschaft und haben gesagt, gut, wo können wir das reinpappen, dass das jeder automatisch hat, ohne sich darum zu kümmern. Und dann haben sie sich gedacht, gut, wenn wir das ins Salz mit reinhauen, dann ist eh der Salz und hat eh dann Jod. Insofern haben wir als Veganer das gleiche Problem. Ich glaube, es ist aber auch nicht viel höher als bei anderen. Ich habe jetzt keine genauen Untersuchungen dazu angeguckt. Aber frag mal in der normalen Bevölkerung, wie viel Fisch die essen. Also wir beschäftigen uns vielleicht alle damit, aber der Otto-Normalverbraucher, der hat vielleicht auf dem Fischmarkt noch Fisch drauf. Also die kriegen auch nicht so viel Jod deswegen. Ich kann gerne mich selbst jetzt als Studienbeispiel anbieten. Ich benutze kein Jodsalz, ich esse aber sehr gerne Algen, so die um Sushi drumherum und meine Blutwerte sind wunderbar. Und ich denke da, wie bei allen anderen Sachen auch, ich würde einfach einmal im Jahr einen Bluttest machen lassen und so die gängigen, interessanten Sachen testen. Und dann kann man gucken, ob man gut versorgt ist. Spannen wir es hier jetzt nochmal, was die Lebensmittelhersteller für Salz benutzen, wenn sie Fertigprodukte herstellen. Also allein wenn du ein Brot isst, ist das ja in der Regel gesalzen. Und dann hast du zwar das Gefühl, hey, ich benutze doch gar kein Jodsalz, über das Brot benutzt du aber vielleicht Jodsalz. Das kann alles. Ist alles jodiert, sag ich. Okay, also insofern, sobald du irgendwelche Produkte isst, die nicht komplett naturbelassen sind, wie meinetwegen Brot oder so, hast du automatisch das jodierte Salz mit drin, würde ich mir keine Sorgen machen. Ich muss mir also
werden die dann von der Krankenkasse übernommen oder ich bezweifle, muss man nein. die selbst bezahlen? Also kostet die, wie viel kostet das ungefähr? Wenn du zu deinem Arzt gehst und sagst, zum Beispiel, ich hatte schon mal einen B12-Mangel oder ich habe da so komisches Ameisenkribbeln in meinen Fingern, dann hat der Arzt einen Grund, das aufzuschreiben und testen zu lassen. Wenn du jetzt aber zum Arzt hingehst und sagst, oh, ich würde einfach mal so, weil es mich interessiert, gerne meinen Vitamin-D-Spiegel testen lassen, ist es sehr wahrscheinlich, dass du es selber bezahlen musst, weil er sozusagen keinen medizinischen Grund dafür hat. Aber wenn du sagst, ich fühle mich schlapp oder ich bin so infektanfällig, dann hat er mehr noch einen Grund, bestimmte Werte zu testen und dann übernimmt es auch die Krankenkasse. Was kostet es sonst, wenn man es selbst macht? Achso. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe einen. Das ist ganz kurz meine, ja, also es kostet ungefähr, also Vitamin D 25 bis 30 Euro, kommt aufs Labor und auf den Arzt an. Ansonsten behaltet im Hinterkopf, der Arzt hat ein gewisses Budget pro Patient. Und deshalb ist es eben wichtig, einen Grund anzugeben und dann wird er euch eher mal ein bisschen mehr Budget geben und einem anderen Patienten ein bisschen weniger. Ja. Also dazu kann ich nur sagen, dass die BKK Provita das bald übernehmen will. Cool. Ja, also cool. Ja, es gibt verschiedene Krankenkassen, die übernehmen so ein paar Dinge. Auch wenn man im Fitnessstudio angemeldet ist, kriegt man einen gewissen Betrag am Ende zurück oder kriegt 50 Euro, muss man eben weniger zahlen. Da gibt es jetzt so immer mehr. Ja, könnt ihr mal im Internet gucken. Sonst noch was? Jetzt ist die Chance. Ja. Das ist ja so ein ganz, also auf YouTube habe ich mal so ein Video gesehen, ich weiß nicht. Ob jemand YouTuber kennt, aber die heißt Andrea Morgenstern. Und die hat ein Video gemacht über so einen Trend aus Amerika. Da das ist so eine neue Fleischalternative. Da entnehmen die eben Zellen aus der Haut von Tieren und verwehren die quasi und wollen es dann später auch als Fleisch und so anbieten in den Leben. Was haltet ihr davon und würdet ihr das essen oder würdet ihr das auch schon? Ich habe schon öfter im Labor gearbeitet und Zellen gezüchtet. Von daher kann ich da was beitragen. Also generell würde ich sagen, so rein ethisch und Umwelt und so ist es eine nette Idee, finde ich cool. Gesundheitlich würde ich es immer noch nicht empfehlen und ich persönlich würde es auch nicht essen. Ich sehe auch einfach marketingtechnisch dann auch Schwierigkeiten und sehe auch keinen Bedarf darin. Soweit ich weiß, wollen die auch nur Hähnchenfleisch oder so züchten, aber nicht alle Sorten. Das heißt, es würde ja nicht komplettes Fleisch von der Erde entfallen lassen, sondern nur bestimmte Sorten. Und dann sind die auch noch dabei, da irgendwie riesige Geldsammlungen zu machen und haben noch nicht mal einen Prototypen dafür oder so. Also die Frage ist, wozu soll ich jetzt mega viel Zeit und Geld investieren, um irgendwann einen Prototyp für eine bestimmte Sorte zu haben, wenn wir doch dutzende vegane Alternativen aktuell schon haben. Und es gibt natürlich vielleicht eine Menge, was noch nicht so gut schmeckt, aber heute haben wir alle eine leckere Variante gegessen und wer hier ein paar gute Burgerläden vegan in Berlin kennt, der weiß, dass Fleisch, dass es die veganen Ersatzprodukte aktuell schon so gut schmecken können, würde ich lieber einfach da ein bisschen weiter forschen. Also bis das alle annehmen, dieses Gezüchtete, sehe ich keinen, einfach rein finanziell, marketingtechnisch schon Schwierigkeiten. Aber das kann nicht sein, weil da liegt noch kein... Ja, ich mache das so richtig im Palio, ja. Also ich würde diese Dinge eh nicht empfehlen. Also das ist wieder nur so eine Marktnische, da können wieder, ja, werden wieder Tiere irgendwie missbraucht für diese ganzen Dinge. Das würde ich niemals empfehlen. Die Information Tier ist sowieso drin. Ja, das ist eher wieder so ein Nutzending und so. Also das ist ja auf keinen Fall empfehlen. Es gibt, wie Jasper auch schon sagt, tausend andere, aber wie ich vorhin vorgestellt habe, welche Dinge, welche Firmen auch gut sind, ja, und so. So viel dazu. Ja. Bitte noch Fragen. Wie geht ihr denn eigentlich im Alltag mit um, wenn ihr als Veganer angegriffen werdet? Ich meine, das Problem kennt ja wahrscheinlich so, jeder. Zuschlag. Zeige ich dir mein Bild. Ich meine, ihr bewegt euch ja mehr in veganen Kreisen. Also meine Erfahrung ist folgende, die Menschen in meiner Umgebung gehen sehr offen damit um. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie mit echten Anfeindungen zu kämpfen. Von daher, also ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Also
oder euch, also bei mir ist alles entspannt. Wenn mal jemand nachfragt, also ich bin auch nicht derjenige, der da auch durch die Gegend läuft und missioniert und von mir aus ein Gespräch anfängt, wenn jemand mich fragt, rede ich gerne drüber, aber ansonsten habe ich super Erfahrungen damit gemacht. Die Leute probieren gerne etc. Das ist ja eher schon so ein Psychologie-Ding, ja, dass es Leute gibt, die sich einfach nur streiten wollen, die ihr Urteil ablassen wollen, ja, die sind so unzufrieden im Leben, weil man ist ja immer der Spiegel und so, ne? Und natürlich ist man eine Angriffsfläche, aber kommt drauf an, wie du sagst, wo man ist. Also zum Beispiel, ich wohne ja Rand Berlin, ja, wo ich auch groß geworden bin, da im Dorf sozusagen, und da ist natürlich die Offenheit diesen neuen Ding oder diesen Dingen gegenüber überhaupt gar nicht da. Also ich bin da wie ein Außerirdischer, wirklich, also mindestens ein Außerirdischer. Veganer. Und wenn ich hierher fahre, ja, das ist so, sofort ein anderes Gefühl da. Deswegen habe ich auch vorhin in meinem Vortrag gesagt, es kommt wirklich darauf an, wo, wenn es um Heilung und so geht, nicht nur über Ernährung. Ihr könnt mich zum Beispiel das, was ich jetzt alles auch supplementiere, wie ich alles, wie ich so lebe und so, ne, weil ich auch so viel Heilung dadurch erfahre. Wenn ich jetzt mit diesen Dingen in der Massentierhaltung arbeiten würde, ja, du könntest sofort zugucken, ich würde innerhalb von 2 Tagen sterbenskrank sein, genauso wie vorher, hundertprozentig, weil dort eine Energie herrscht, eine Atmosphäre, ja, die so ungesund ist. Deswegen sag mal, passt auf, mit wem ihr euch abgibt, ja, guckt, was kostet euch Energie einfach und einfach sagt, hey, einfach drüber hinwegschauen. Also wir hatten zum Beispiel vor 4 Wochen waren wir Volleyball spielen, war auch ganz witzig. Ich bin da hingekommen, hier im Gleisdreieckspark haben wir so über Facebook organisiert, machen wir alle 2 Monate mal ganz spontan. 50 Leute waren da, aber von 7 Veganer. Wir haben alle in einem Team gespielt und ich war dann der Erste, der ankam. Da haben wir schon ein paar Sprüche gekriegt. Naja, ihr mit eurem Nichtfleisch und so. Und dann, ja, aber das Ende vom Lied war, wir haben das Turnier gewonnen. Also das war ganz gut. und wir haben alle Spiele, 7 Spiele haben wir so mit 10, 15 Punkten Unterschied. Und wir konnten alle nicht Volleyball spielen, aber wir waren so wirklich leistungsfähig. Ja, also. Und danach hat keiner mehr was gesagt. Und ich habe auch, ihr könnt euch das ja dann auch bei YouTube nochmal angucken oder so. Es gibt immer wirklich, es ist so Kontrast und so, diese ganzen Argumente, aber am besten einfach ja nicht drauf reagieren, ja. Es gibt natürlich immer eine Grenze und so, ne? Ja, kommt dran, wo man ist. Ich erlebe öfter mal Situationen, wo ich gefragt werde, ja, wie machst du das denn mit dem Eisen? Oder wie machst du das denn mit den Proteinen? Und dann sage ich, ja, das ist eine gute Frage. Wie viel brauche ich denn? Und dann ist das Gespräch beendet. Ja, ja. Weil die Leute, die sind irgendwie unsicher und tun dann so, als ob sie was wüssten, ist nicht böse gemeint. Und haben aber eigentlich keine Ahnung. Und dann wird ihnen das auch klar, ja, okay. Und dann wird auch meistens ganz klar, wenn ich dann mal erzähle, ja, ich brauche so und so viel und das kriege ich durch das und das. Und dann ist das Thema meistens ganz schnell beendet. Ja. Interessant finde ich es, ich habe eine Vortragsreihe gehabt in der FEMA, so im Rahmen von betrieblichem Gesundheitsmanagement, und der Chef von denen war vegan. War super toll, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ganz interessant war, am Anfang waren mega viele Leute in den Seminaren, die da wirklich so saßen. So, was erzählten die da jetzt? Ah ja, okay, Fleisch ist nicht gesund. Wie, was, Fleisch ist nicht gesund? Und die wollten das einfach nicht hören. Und an so Leute kommt man auch nicht dran. Die muss man gehen lassen. Die Leute müssen offen dafür sein, einfach zuzuhören, Interesse daran haben. Und wenn jemand kein Interesse hat, dann kommt man an den auch nicht ran. Und ganz oft sieht man das, wenn Menschen die einzigen Veganer in ihrer Familie sind und die ganze Familie drumherum ist so total fleischfressend, und dann fühlt man sich sehr einsam. Aber man muss einfach als gutes Vorbild vorleben. Und die Interesse dran haben, die kommen auf einen zu. Und dann funktioniert das auch gut, dann mal zusammen was zu kochen, und dann wächst auch das Interesse immer mehr. Dem kann ich definitiv zustimmen. Also in meiner Familie, wir, beziehungsweise meine Oma und mein Opa, die kommen alle aus dem Bereich Oberschlesien, also heutiges Polen, früheres Deutschland, und die essen alle extrem viel Fleisch und Tierprodukte. Und meine Mutter und mein Vater, die haben natürlich ganz am Anfang mit Karl und mir relativ viele Sprüche geklopft, so, mit Pflanzen und kann man dann überhaupt genug Kraft haben? Und ja, natürlich, Karl hat im Fitnessstudio mehr Kraft, hat mehr Muskeln als mein Vater, aber er macht trotzdem Witze darüber. Bis wir es halt wirklich einmal richtig vorgelebt haben, vorgekocht haben, was man essen kann, mein Vater dann selbst gesagt hat, okay, schmeckt geil, kann ich trotzdem essen, und habe danach wirklich Energie, bin danach extremst satt. Also wirklich vorleben, und meine Mutter ist jetzt auch fast komplett vegan eigentlich. Yeah. Ja, voll geil. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, ihr habt alles gesagt. War hier vorne noch eine Frage? Nee, das wäre jetzt eigentlich nur, was meine Erfahrung ist. Ja, gerne, dann teile sie. Mit den
angegriffen. Gerade jetzt arbeitstechnisch ist es extrem. Und dann sehen, was ich mir für meine Pütte mitnehme und etc. Und ja, 10 Leute, sage ich jetzt mal, die mich ansprechen, das ist nicht gesund, dir fehlen die Stoffe, Vitamine, ist ja welche Vitamine? 9 Stück wissen es schon nicht, so, da hört es dann sofort aus. Das war das perfekte Beispiel, ja, was für welche, die wissen es nicht. Und einer weiß wenigstens B12 als Beispiel. So, dann sage ich, ja, weißt du, wie es aufgenommen wird und woher er kommt, dann weiß er schon nicht mehr. Also, ich habe noch keinen gehabt, der irgendwie annähernd, deswegen, also, man kann gegenargumentieren, beziehungsweise dann merkt man schon, das war es wirklich also so. Vielleicht ist es eben wichtig, dass ihr euch so weit damit auseinandersetzt, dass ihr theoretisch eine Antwort auf die Fragen habt. Das heißt nicht, dass ihr sie zum 100. Mal geben müsst, ne, wo ihr euer Eisen herkriegt, weil irgendwann hängt es einem zum Hals raus. Aber ihr solltet es halt vielleicht wissen.